damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Hallo und herzlich willkommen zum Spiel, zum Testspiel SG Egelsbach gegen Kickers Offenbach. Vor 20 Jahren hätten die Kickers-Fans hier noch blass im Bett gelegen, wenn es nach Egelsbach gegangen wäre zu einem Auswärtsspiel. Aber heute, denke ich, ist das alles eine klare Geschichte für den OFC. Und so ändern sich halt die Zeiten. Ja, wir erwarten hier bei super Wetter ein schönes Fußballspiel, ein schönes Testspiel hier für den OFC. Und viele, viele OFC-Tore natürlich. Und es haben sich hier auch einige Fans eingefunden. Und natürlich sind wir vom Fanradio auch wieder dabei, wenn es gleich hier losgeht mit dem Freundschaftsspiel in Egelsbach. Und wenn ich sage wir, sage ich auch mal Hallo an den Lars, der sich hier neben mich gesetzt hat, aber nur zeitweise zur Verfügung stehen wird heute. Ja, ich freue mich, dass ich heute mal dein Co-Kommentator sein darf. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Also, du bist heute der Chef im Ring. Das freut mich sehr. War ja auch lang genug abwesend, um in diese Position zu arbeiten. Herrlicher Sonnenschein in Egelsbach und eigentlich ganz gute Stimmung. Und jetzt habe ich auch einen Interviewgast. Hallo. Hallo, hi. Ja, wer genau bist du? Ja, ich bin der Patrick Heck. Bin hier im Vorstand der SG Egelsbach. Habe jahrelang auch selbst hier erste Mannschaft gespielt. Ja. Und somit Mitorganisator dieses ganzen Spiels heute. Ja, und wir haben ja im Vorfeld ein bisschen schon telefoniert. Habe das hier gut organisiert. Eine schöne Geschichte. Und da war ja so gleich die Erinnerung bei mir wach geworden. Denn das war nicht immer so schön hier in Egelsbach. Für uns zumindest nicht. Ihr habt große Zeiten erlebt. Ihr wart sogar 2 Jahre lang über uns, eine Klasse über uns gespielt. Regionalliga wie Oberliga. Und ich erinnere mich nur ganz, ganz ungern hier an Egelsbach. Ja, umso lieber erinnern wir uns natürlich an die ganzen Nummern. Also es war eine schöne Zeit, war eine aufregende Zeit. Ich habe die im Wesentlichen ja noch in der Jugend mitbekommen und es hat großen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen war das natürlich für uns auch immer eine super Sache, hier so ein bisschen vor den großen Kickers zu sein. Heute sieht es leider ganz, ganz anders aus. Es hat auch viel Substanz gekostet, das alles wieder aufzubauen, nachdem es runterging. Umso schöner, dass wir heute mal so ein bisschen in die alten Tage zurückgucken können. Und wo spielt ihr denn momentan? In welcher Klasse? Wir spielen momentan in der A-Klasse Offenbach West und versuchen aufzusteigen in die Kreisoberliga. Das ist uns jetzt in der letzten Saison leider nicht gelungen. Haben den Relegationsplatz knapp verpasst, aber haben den Kader gut verstärkt und wollen jetzt im nächsten Jahr definitiv aufsteigen. Und ihr habt ja auch hier einen kleinen Fanclub. Ja, Ultras, die machen mächtig Spektakel hier. So ist es, ja. Das ist eine unserer Jugendmannschaften, die seit der Rückrunde sich zur Aufgabe gemacht hat, uns auch bei den Heimspielen ein bisschen anzufeuern. Da haben wir natürlich bei weitem nicht diese Kulisse, aber es macht schon richtig Spaß. Das an sich ist ja eine schöne Geschichte, aber die haben da so ganz, ganz schlimme Embleme auch zum Teil, haben wir eben gesehen. Die müssen wir noch entfernen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Also ein bisschen zweigeteiltes Lager, ja, das ist richtig. Na gut, also heute haben wir ja die Möglichkeit, Werbung in eigener Sache zu machen und vielleicht, wenn die Jungs dann irgendwann auch mal zum Biberer kommt. Ich denke auch. Also ich glaube, es ist nicht nur auch die Egelsbacher Fans, die beim höherklassigen Fußball Fans sind, die sind nicht nur nach Frankfurt orientiert, sondern sehr, sehr viele auch nach Offenbach. Und ich bin ja selbst durch die Freundschaft zum Thorsten Siegmund, eurem Pressesprecher, ja immer wieder mal bei euch und unterstütze euch auch gerne. Vielen Dank erstmal für die Gastfreundschaft und euch alles Gute. Danke. Wir kommen über die linke Seite, jetzt vielleicht der Flankenwechsel, genau, Crossball rüber auf rechts, auf der Brust klebt der Ball bei Lars Bender, schönes Kurzpassspiel, jetzt in die zentrale Position, Aftic, oder nein? Nein, das war Mosch, das war Mosch. Und das ist das 1:0. Ja, etwas unglücklich, abgefälschter Ball wurde dann unhaltbar zur Bogenlampe für den Torwart. Da konnte er nichts machen, der Adrian Filius, und ja, aber war gut das der gemacht. Mosch, ja? Das war der Mosch, ja. Kai Hesse ist mein Name. Ja. Also Kai, wie geht's dir denn? Ja, ganz gut soweit. Das Knie wird besser, ich habe seit Donnerstag keine Krücken mehr. Aber ich brauche noch ein bisschen, das ist auch klar. Also ich habe schon noch Schmerzen, aber es geht stetig aufwärts und das ist auch wichtig für den Kopf. Also ich merke, dass das immer besser wird und ja. Okay, ist jetzt aber nichts, was Komplikationen heißt, sondern einfach der ganz normale Heilungsprozess. Ganz normaler Heilungsprozess, genau. Okay. Also, ich liege da voll im Plan, auch in Absprache mit unserem Doc und mit dem Doc, der mich operiert hat. Und ich fühle mich da auch
in sehr guten Händen und ja, bestens aufgehoben. Ja. Was mich natürlich freut, du bist ja ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler auf dem Platz, aber auch so, du bist jetzt zwar verletzt, aber bist sehr oft auch bei der Mannschaft dabei. Horchst du da auch rein in die Mannschaft, wie die Befindlichkeiten sind, oder guckst du dir einfach nur die Trainingseinheiten an und versuchst halt einfach bei der Mannschaft zu sein, um da auch die Spieler kennenzulernen, die jetzt neu dazugekommen sind? Ja, zum einen das, aber wir haben jetzt auch viel abends zusammen Fußball geschaut und da bin ich auch dann sogar noch ein bisschen näher an der Mannschaft dran als jetzt beim Training, weil da schaut man sich das Training an und das war's, aber abends, wenn man mal zusammensitzt und dann Fußball zusammen schaut, dann ich bin natürlich auch ein bisschen privater gesprochen und die Neuen habe ich auch schon kennengelernt und sind alles gute Jungs. Ich glaube, da haben wir ein paar gute Leute geholt und klar, wie sie, also vom Charakter her meine ich jetzt, wie sie fußballisch sind, das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, dafür habe ich zu wenig gesehen, das ist jetzt auch das erste Spiel, was ich heute sehe und ich bin gespannt auf jeden Fall. Wie geht der Christopher die ganze Sache an? Also der war ja auch jetzt operiert worden. Stehst du da in Kontakt mit ihm oder hast du da irgendwas zu berichten? Wir haben nach der OP kurz geschrieben, wie es ihm geht. Und er hat gefragt, wie es mir geht, klar. Aber ansonsten habe ich danach noch nicht mit ihm telefoniert. Ich habe zurzeit genug eigene Probleme. Okay, alles klar. Nee, so ist es nicht. Aber danach noch nicht wieder telefoniert. Okay, jetzt hoffen wir nicht, dass er oft Probleme kriegt. Jetzt nämlich einen Freistoß für die Egelsbacher. Aus, ja, ich sage jetzt mal 30 Meter Entfernung, aber der scheut sich da nicht direkt aufs Tor zu schießen, aber der Ball geht weit am Tor vorbei, also können wir kurz weiterschwätzen. Wie geht man als Spieler in so ein Testspiel rein gegen einen A-Klassisten? Kannst du da was erzählen, wie du jetzt auf dem Feld agieren würdest? Ja gut, das ist ja immer das gleiche Spiel gegen Mannschaften, die unterklassig spielen oder die so weit unterklassig spielen. Die stellen sich hinten rein, du musst versuchen außen rum zu spielen und wenn du früh ein Tor machst, so wie wir es heute eigentlich gemacht haben, ist ganz gut, weil dann läuft alles ein bisschen einfacher. Wenn du halt ein bisschen Pech hast oder länger kein Tor schießt, dann kann es schon auch unangenehm werden, gerade bei den Temperaturen heute. Aber ich glaube, man sieht ja auch, unsere Mannschaft macht es ganz gut heute. Wir lassen den Ball gut laufen, das ist das A und O in unserem Spiel. Haben ein paar gute Aktionen und ich gehe davon aus, dass wir einen klaren, hohen Sieg einfahren werden. Also auch vor allem bei den Temperaturen, da werden die Gegner dann am Ende sowieso einbrechen. Ja, davon gehen wir auch aus. Und ja, dann wünsche ich dir noch ein schönes Spiel hier, eine schöne Zeit und dass es nicht regnet heute noch. Und ja, eine gute Besserung und dass wir dich bald wieder auf dem Platz sehen. Dankeschön. Danke. Alles klar, danke, dass du da was. Freistoß für den OFC direkt auf der Mittellinie. Feldhahn, der jetzt mal die Seite wechselt. Weiter Pass rüber. Kommt er noch an? Tatsächlich. Ja. Hat also gutes Auge bewiesen. Und jetzt der Schuss aus der zweiten Reihe und er sitzt. Das ist das 2:0. Und das konnte kein anderer sein als Julius Reinhardt. Der hat hier schon in der Anfangsphase gezeigt, dass er heute was zeigen werden kann. Und jetzt wird es vielleicht gefährlich für die SG Egelsbach. Schöne Flanke auch von Markus Husterer. Wieder Mosch im Strafraum und Ratgeber mit dem Lattenschuss. Aber der Nachschuss ist drin. Yannick Sommer. Super Kombination. Also eigentlich gehört das Tor zu 50% mindestens auf Tommy Ratgeber. Aber Yannick Sommer, dem gönnen wir es natürlich auch. Genau. Und da ist natürlich Markus Husterer. Und der macht das 4:0 nach der Ecke von Julius Reinhardt. Jetzt den nächsten Interviewgast hier und das freut mich ganz besonders, denn den habe ich noch nie hier am Mikrofon gehabt. Das ist Dieter Schäfer, der Mann mit den magischen Händen. Ja, der Physiotherapeut und der kann uns so einiges berichten, während wir jetzt natürlich wieder aufs Feld schalten müssen. Aber Dieter, du hast eben schon mal eine nicht ganz so schöne Nachricht mitgebracht. Was ist denn mit Robert Wulnikowski? Also erstmal hallo Lars, ja. Tatsächlich das erste Mal, dass ich hier bei dir bin. Ja, Premiere. Das wurde Zeit. Robert hat eine Schleimbeutelentzündung am rechten Ellenbogen. Er ist jetzt schon das zweite Mal aufgetreten. Und ist ja heute nicht hier dabei und ist heute Mittag in ärztlicher Behandlung. Ja, was genau bedeutet das? Wir sind jetzt keine Mediziner, keine Physiotherapeuten. Ich kann da jetzt relativ wenig mit anfangen. Hört sich nicht so gut an. Was muss man da rechnen an Ausfall? Ja, es ist tatsächlich unberechenbar, ja, weil das Problem ist, wenn man da immer wieder drauf fällt und ein Torhüter fällt nun mal auf seinen Ellenbogen drauf, kann sich das natürlich immer wieder entzünden. Und wir hoffen, dass das medikamentös jetzt erstmal so weit ruhiggestellt wird, dass Ruhe reinkommt. Ja.
aber wenn Ruhe reinkommen soll, dann bedeutet das ja auch wirklich, dass erstmal Ruhe gehalten werden muss, dass in der Vorbereitungsphase wahrscheinlich nicht ein paar Stunden, ein paar Tage, sondern ja, vielleicht sogar ein paar Wochen. Also ich denke, dass es eher ein paar Tage sind, aber nichtsdestotrotz der Trainer natürlich auch nicht gerade erfreut darüber, dass wir hier in der Vorbereitung auf so einen Mann wie Bulnikowski jetzt verzichten müssen, ja, weil er... Ja. Die Vorbereitung ist ja sehr wichtig. Jetzt kennst du ihn ja ziemlich gut. Wie geht er damit um? Was glaubst du? Wann ist er gut? Jetzt kann man natürlich von dem medizinischen Verlauf wenig sagen, aber so seine mentale Geschichte, was glaubst du, wann ist er wieder da? Also erstmal ärgert er dich total darüber, weil der Robert ist jemand, der Vorbereitungsspiele absolut für wichtig hält, für sich selber auch. Und er geht professionell damit um und wird auch so früh wie möglich wieder sein Training aufnehmen, ganz klar. Kommen wir mal so ein bisschen zu deinem Aufgabengebiet. Ich sage Physiotherapeut, du bist ja nicht alleine, du hast ja ein ganzes Team um dich herum oder jetzt ja noch einen zweiten Mann mit dem Kevin, der eigentlich Tag und Nacht eigentlich für die Jungs zur Verfügung steht, kann man gar nicht anders sagen. Der lebt da, ja. Ja, und wie muss man sich das vorstellen? Die Jungs kommen die werden massiert oder gibt es da noch ein bisschen rechts und links noch ein paar andere Geschichtchen? Ja, es ist im Endeffekt so, dass das ein immens großer Aufwand ist. Ja, wir haben 25 Spieler, die müssen versorgt werden, die müssen präventiv versorgt werden, aber auch natürlich akut. Es gehört sehr viel Organisation dazu, vor allem wenn Verletzungen auftreten, Kommunikation mit den entsprechenden Ärzten. Und ja, nebenrum, na klar, man hört natürlich auch immer wieder schöne Geschichten vom Spieler. Wenn er auf der Bank ist, manchmal ist man auch so ein bisschen Seelensorge. Ich wollte gerade sagen, das läuft ja nicht immer alles rund. Ja. Und man hat eine sehr enge Bindung. Jetzt schauen wir mal, Freistoß kommt von der rechten Seite reingeflogen. Kopfball, Husterer. Wieder Husterer, also wieder die Kombination vom 4:0. Julius Reinhardt mit dem Standard auf Husterer. Und wenn der Julius Reinhardt so weitermacht. Stadion der 41. Spielminute. Und Willi Kickers aus Offenbach auf 5:0. Torschütze erneut der Kapitän mit der Nummer 4, Markus Husterer. Sturm. Kommt, aber jetzt also ist der UFT über die rechte Seite unterwegs und dann ist das Tor. Ja, ja, da war es fällig. Und das war Nikolas Feldhahn, der hier auffällig auf der Ball ist. Nicht nur das Spiel macht in 10er Manier, sondern jetzt auch selbst trifft. Genau. Genau, jetzt Chivnil seinerseits über die linke Seite mit der Flanke. Jetzt muss es aber klingeln. Jetzt klingelt es auch. Jawohl. Das war André Hahn, der von links in die Mitte gezogen ist, weil Chivnil da links durchbrach. Und so konnte er das Tor dann auch erzielen. Nach etwas Anlaufschwierigkeiten in der zweiten Halbzeit schießt der OFC das 7:0 durch André Hahn. Nikolas Feldhahn bei uns im Fanradio. Erstmal, wie ist der Stand der Vorbereitung für dich selber? Ja, jetzt ist gerade eine Phase, es sind 3 Wochen um, die immer ein bisschen schwer fällt, weil man hat schon viel trainiert und es kommt immer wieder und es ist doch kein wirkliches Ende in Sicht. Aber vielen Dank. Ja, das gehört dazu und jetzt sind es nur noch 3 Wochen und wir wissen jetzt auch, gegen wen wir spielen werden, gegen Halle und deswegen freuen wir uns drauf. Ja, und natürlich auch das Pokalspiel, denke ich. Ja, okay, das ist noch in weiter Ferne. Es sind ja, ich glaube, wir haben 7 Spieltage davor und dann das DFB-Pokalspiel, also das ist dann noch in weiter Ferne. Ja. Ist das ein Vorteil aus deiner Sicht, dass wir da schon mitten im Spielbetrieb sind und Kräuter Fürth eigentlich das erste Pflichtspiel gegen uns hat? Ja, kann sein, muss aber nicht sein. Ich meine, wir haben es damals vor 2 Jahren gesehen, da war es bei Bochum. Da war es ein Vorteil, dass wir schon im vollen Spielbetrieb waren und die eben noch nicht. Aber es kann auch andersrum sein, dass die dann eben noch frisch sind, dass wir schon in einer gewissen Weise spielmüder sind und die eben frisch und noch. Andererseits haben die das erste Bundesligaspiel gegen Bayern München und klar haben wir die Hoffnung, dass die volle Konzentration dann auf das Bayern-Spiel ist. Okay, jetzt volle Konzentration vielleicht auf die Kickers. Nee, die Ecke wird ausgeführt gleich. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, in der ersten Halbzeit wurde ja eine neue Abseitsregel getestet hier. War das nur aus unserer Sicht so, dass er oft unnötig gewonnen hat oder war das auf dem Feld dann auch? Weil ich habe gemerkt, dass du dich auch einmal lautstark beschwert hast. Ja, keine Ahnung, wirklich genau sehen tue ich es nicht, aber gefühlsmäßig waren es vielleicht 2-3 Mal. Zu viel, andererseits. Vielleicht ist es auch in der Vorbereitung, da macht man noch Fehler. Okay, alles klar. Gut, sonst zum Spiel selber.
ist, glaube ich, jetzt ist Tor gefallen, Marcel Stadel da nach schöner Ecke wieder. Also die Ecken und die Standards, die funktionieren schon recht gut, ne? Funktionieren gut, die kommen gut, wir laufen schon ganz gut ein. Wird ja immer wichtiger im Fußball, sieht ihr immer. Genau. Heute wie auch wieder. Wie viele Standards? Drei Stück. Das läuft. Und also den Weggang von Elton Acosta in der Beziehung hätten wir dann schon mal gut kompensiert, denke ich, oder? Oder kann man das jetzt gegen so einen Gegner auch? Ja, nee, kann man ihm noch nicht sagen. Das ist ja, hier müssen sie auch nicht so brandgefährlich kommen, weil die Torhüter nicht rauskommen. Mhm. Spielen nicht mit, wir sind alle athletischer und dynamischer und gewinnen somit die Kopfballduelle leichter. Elton Acosta, die Standards, die waren sensationell und es wird definitiv schwer, die zu ersetzen. Aber ich denke, irgendwie werden wir es schon schaffen. Ja. Jetzt hast du ja, du bist ja schon länger Profi, hast jetzt schon einige Vorbereitungen mitgemacht. Unterscheidet sich das Training von Ari van Lent in der Vorbereitung von anderen Trainern oder worauf legt er den Schwerpunkt? Der große Unterschied ist, dass wir sehr viel Fußball spielen, es ist sehr viel der Ball dabei und machen kurze Sachen. Und bei den anderen waren es immer viel mehr Waldläufe und ja, primitive Läufe. Und die haben wir jetzt dieses Jahr nicht. Okay, alles klar. Da will schon einer zum nächsten Interview kommen. Ja, der ist schon weggedrängt. Ja, ist okay, verstehe ich. Also kann nichts erzählen. Ja. vom Fußball her nicht, aber wir reden dann über andere Dinge. Ja, über was denn? Danke, dass du da warst. Viel Spaß, gell? Für Wasser kann man das mal machen. So, jetzt Daniel Endres. Hi. Servus. Ich glaube, der beschäftigungsloseste Mensch heute auf dem Platz, oder? Kann man das so nicht sagen? Dort sehe ich genauso, aber auf so, bei so einem Spiel muss man trotzdem... Kurzer Regenschauer. Ja, trotzdem muss man natürlich bei dem Spiel etwas konzentriert sein und versuchen trotzdem die Mannschaft zu dirigieren und zu sagen, was sie zu tun haben. Ja, jetzt haben sie es erstmal wieder richtig gemacht. Marcel Aftic mit dem 9:0. Ja, was ich dich fragen wollte als Torwart, wie fühlt man sich, wenn, was ja auch in der ersten Halbzeit der Fall war, wenn ein Gegenspieler den Ball aus 30 Metern direkt aufs Tor schießt? Ist man da ein bisschen beleidigt, oder? Nee, das gehört ja dazu. Die Jungs, die wollen ja gerne ein Tor schießen und die merken ja selber, dass sie nicht weiter als 30 Meter vor das Tor kommen. Da würde ich es, glaube ich, auch an ihrer Stelle probieren, mal aus 30, 40 Meter aufs Tor zu schießen und versuchen, ja, auf gut Glück, dass er mal reingeht. Ja. Muss man mit einem lachenden Auge sehen. Ja. Mit einem lachenden Auge hast du es natürlich nicht gesehen, dass Robert Wolnikowski jetzt ein bisschen ausfallen wird mit einer Schleimbeutelentzündung. Aber du bist natürlich sein Ersatzmann. Und weißt du, wie lange er ausfallen wird? Das weiß ich überhaupt nicht. Nee. Also ich hatte das auch schon mal in meiner Jugendzeit, als ich etwas jünger war. Und da wurde es, glaube ich, mit der gleichen Verletzung kurz vor dem Erfurt-Spiel damals ausgefallen. Und zwar, glaube ich, 10 Tage hat er da damals pausiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie lang oder wie schwierig Weg das wieder ist. Ja, ich hoffe, dass mal auf uns zukommt. Die Vorbereitung ist ja erst im Gange. Aber aus deiner Sicht die Frage, wie läuft die Vorbereitung für dich? Wie läuft die Vorbereitung mit den neuen Spielern, mit der Mannschaft? Was kannst du da schon mal Einblicke geben? Ja, ich glaube, wir haben nur 3 Neuzugänge, da ist es halt so schwierig, sich zu finden und die Jungs sind eigentlich auch alle in Ordnung, zeigen gute Ansätze im Training, wo man sagen muss, okay, wir haben eine richtige Verstärkung bekommen, allen dreien, egal welches von den drei jetzt ist. Und ich sehe das eigentlich sehr positiv und die 3 Wochen verlaufen eigentlich recht gut. Anstrengend natürlich auch, aber es ist natürlich dazugehört, aber wir ziehen alle sehr gut mit und ja, wir müssen abwarten, bis jetzt die richtigen Testspiele kommen, jetzt Kaiserslautern. Das Kaiserslautern-Spiel gespielt ist, dann sieht man auch mal ein bisschen, wo man steht. So ist jetzt schwierig einzuschätzen, ob wir jetzt eine schlagkräftige Gruppe haben oder nicht. Ja, also jetzt, nein, der Ball verspringt etwas. Okay, ja, dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Wünsche dir weiterhin alles Gute für den Rest der Vorbereitung. Dankeschön. Und natürlich dann auch in der Saison und hoffe, dass du auch zu deinen Einsatzzeiten kommen wirst. Dankeschön. Mal ein Highlight wieder. Und jetzt vielleicht das nächste mit den Kickers im Doppelpass versucht da. Fetsch erneut mit dem Rücken zum Tor, wollte er den Ball ablegen. Jetzt Aftic auf Schwarz und der Ball ist drin. Da ist das 10. Tor, da ist das 2-stellige Ergebnis. Matthias Schwarz war es, ja, beurteilen können. Aber wie gesagt, ich bin da guter Dinge, dass da
etwas zu sehen sein wird, was uns allen viel Freude bereitet, so wie jetzt zum Beispiel das 11:0 von Vogler. Schön durchgesetzt da am Strafraum, in den Strafraum reingegangen und einen Schuss in die lange Ecke überlegt, abgeschlossen. Also, dass er es kann, wussten wir vorher schon, jetzt hat er es auch gezeigt. Und hat auch sein Tor gemacht heute, dass es nicht länger dauert. Und jetzt pfeift er tatsächlich Elfmeter. Jetzt gibt es Elfmeter. Und das ist die Chance für die Egelsbacher. In der Tat auf das gleiche Ergebnis wie Froschhausen ja, zu zielen. Das wäre dann das 1:11. Also, es war gefordert hier von der Egelsbacher Fangemeinde. Und der Schiri hat sich nicht lange bitten lassen. Gut, jetzt die Möglichkeit für Teek. Und er schießt tatsächlich am Tor vorbei. Hat das Geschenk also nicht angenommen. Er wurde ja eingewechselt. Vielleicht wurde er eingewechselt für den Elfmeter, aber den hat er natürlich schlecht geschossen. Aber Horn war in der Ecke. Also Horn hätte den Ball vielleicht sogar gehalten, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Und unser Techniker Peter Dietz hat eben den Spruch des Tages losgelassen. Er hätte der Held werden können. Genau, er hätte der Held werden können. Und um bei dem Sprachgebrauch zu bleiben, einer der Helden der Kickers, der hoffentlich zukünftigen Helden, sitzt jetzt hier bei mir, Lars Bender. Wir haben vorhin im Scherz gesagt, eben noch in Kiew und in Polen und jetzt schon wieder bei den Kickers auf dem Platz. Aber Spaß beiseite. Wie geht's dir in der Vorbereitung? Mir geht's sehr gut, ja. Ich denke, wir fühlen uns alle den Umständen entsprechend fit. Wir machen viel im Training und ich fühle mich gut. Ja. Ich habe jetzt schon bei Nikolaus Feldern gehört, dass ihr unüblich viel mit dem Ball macht, gerade für eine Vorbereitung. Ist das für dich auch so oder hast du das schon öfter so erlebt? Das ist jetzt unter dem Trainer Ari van Lent ist das schon viel mit Ball. Das habe ich vorher, also beziehungsweise habe ich es ja letztes Jahr zum ersten Mal so mitbekommen. Bei anderen Trainern war es mehr mit Laufen, hier ist es mehr Laufen mit Ball. Und ja, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, und aber solange es Spaß macht, läuft man doch dann umso lieber. Ne? Ja, genau. Man braucht ja im Spiel den Ball, und wenn es dann uns zugute kommt im Spiel, dann immer alles mit Ball machen. Genau. Du hast gerade gesagt, du warst letzte Saison ja schon hier. Wie ist dein Eindruck jetzt von den Neuen her? Die Truppe ist ja größtenteils zusammengeblieben. Das war ja auch der Wunsch vieler Spieler, soweit man das mitbekommen hat. Und die Neuen scheinen jetzt auch keine Blinden zu sein. Nö, ich denke auch. Also man hat da schon mit guten Leuten, man hat gute Leute dazugeholt auf jeden Fall, und die auch charakterlich gut ins Team passen. Und ich denke, sie wurden gut aufgenommen von uns bisher. Und das ist halt wichtig auch für die neuen Spieler, dass sie gut aufgenommen werden. Dann können sie halt schneller ihre Leistung abrufen. Ja. Ist es so, dass man sich in Offenbach als Spieler auch wohlfühlt? Weil es ja vereinzelt auch Stimmen gab, dass der Druck vielleicht manchmal zu groß ist, dass die Erwartungen vielleicht zu groß sind, dass man da als Spieler auch Schwierigkeiten hat, da den Erwartungen auch gerecht zu werden in manchen Phasen. Wie ist das für einen jungen Spieler wie dich? Du hast ja jetzt auch eine Saison hinter dir, wo es nicht ganz so war, wie die Fans sich vielleicht erhofft hatten. Ja gut, ich denke, Druck muss erstmal jeder umgehen, und klar macht man sich auch dann selbst. Muss man sich halt auch den Druck setzen, weil ansonsten, denke ich, kann man wenig erreichen. Man muss schon dann auch mit dem Druck umgehen können. So, jetzt gibt es Elfmeter auf der anderen Seite, aber das war wirklich einer, nachdem der Schiedsrichter auch der Assistent in der ersten Halbzeit öfter mal abseits gewunken haben. Oh ja, wo ihr einverstanden wart. Nee, das war, weiß ich nicht. 4 von 5 Mal, würde ich sagen, war es falsch. Ja. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir dem Gegner zeigen, wie man Elfmeter schießt. Genau. Auch bei der EM wurden ja einige verschossen, wie man gesehen hat. Ja, aber der Seo ist, denke ich, eigentlich sicher, ne? Ein sicherer Schütze. Also, Sead Meech schießt den Ball da eiskalt ins Tor. Er hat ja auch nur einen verschossen, glaube ich, in Stuttgart damals. Genau. Ja. Aber den gegen Dortmund hat er gemacht, den entscheidenden. Den hat er gemacht, genau. Das habe ich mir nochmal angehört bei euch. Ja. Hast du das Spiel damals auch irgendwie mitbekommen, oder bekommt man das als Fremder dann nicht mit? Das habe ich vielleicht so am Rande mitbekommen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich es so halt live geguckt hätte. Aber so im Nachhinein habe ich es halt bei euch mal bei den Podcasts mir mal reingezogen. Genau. Und jetzt wirst du ja selber ein Teil der Pokalgeschichte werden. Ja, genau. Beim Spiel gegen Fürth. Genau.
Und ja, hoffen wir, dass du viele, viele Momente hast, auf die du dich jetzt freuen kannst in der Rückrunde. Und ja, vielleicht klappt es ja dieses Jahr mit dem Aufstieg. Ja, das ist auch, wenn ihn keiner in den Mund nehmen will. Vielleicht. Genau, genau. Alles klar, alles Gute, gell? Dankeschön. Weiter so.